Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Revolution Soccer 2014. Ganz und das genau. Im Jahr 2014. Grandios, oder? Grandios, wie wir vorbereitet sind. Ich habe okay schon gedrückt. Ja, wir spielen jetzt übrigens mal Ron und Ron. Zum einfachen Grund, weil nämlich Kaito und Tod da ist. Nee, deswegen müssen wir Ron gegen Ron spielen. Ja, wir sind Profis, werden sie gleich sehen. Ja, also ja. Es wird 10-10 ungefähr, sag ich, geht's aus. Ich sag hoch. Das ist ja gut, kann Nazi wieder an dem. So, schneller. Du kannst ja Leverkusen nehmen. Nee. Was denn noch? Wie hießen denn die Pinken? Ach, Lazio Rom. Gibt's ja gar nicht, gell? Sind die abgestiegen? Also die zweite Liga. Oh scheiße, das sind 20 Seconds. Ja gut, dann nehme ich. Nehme ich Lazio. Oder Juventus. Nicht Juventus, wenn. Juventus, wenn. Gut. Na dann machen wir mal ganz kurz Aufstellung. Warte, ich nehme goldenes Trikot, wenn du hier. Ich habe übrigens festgestellt. Ja. Dass man sich die nur für sich umstellt, gell? Wie meinst du das? Naja, du siehst halt nur bei dir die Trikots, die wie sie umgestellt sind. Ach so, das ist auch trotzdem cool. Warum ist eigentlich Pepe Auswechselspieler? Wie mach ich denn? Also hier, ich weiß, dass ich Balotelli schon mal rausmache. Der war jetzt immer so langsam. So. Man muss ja ehrlich gestehen, Rubinho war auch nicht so das Gelbe vom... Nee. Ding. Das Gelbe vom Ding. Gelbe vom Ding. Wieso ist Montelivo Kapitän? Weil Montolivo mega cool ist. Aber KK als Kapitän. Du, I'm rettig. You are rettig, du. Ach, ich kann Schatz schon ändern. Was nehmen wir denn? Nehmen wir natürlich AC Mailand Schatz schon. Tag, Nacht, Jahreszeit, Winter. So. Boah. Trikot. Ich will Gold. Mach für mich Gold, bitte. Ich nehme Schwarz und du nimmst Gold. Gut. Also Schuss. Na so. Dann. Es folgt ein Match, was in die... Genau. In die eingetragen wird. In die eingetragen wird. Ja. Als Match des Spannungs... Als bestes Match der ganzen Welt. Ey, boah. Sind jetzt eigentlich Kommentatoren an? Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh ja, geil. Juventus gegen Milan. Alter, was machst denn du? Volle Pute Triple Action, ey. Hast du fortgeschritten? Ja, hab ich. Da kann er sich lösen. Oh! Der ist schön durch. Der KK ist nicht im Abseits. Chance zu flanken. Da wird er vom Ball. Ah, bitte nicht. Ach. Da wird's richtig enge bei dir im Kasten, gell? Ja. Du hast ihn vom Ball genommen. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stream seht. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Was denn? Aber mein Spiel ruckelt halt manchmal. Oh! Das war doch kein Foul. Oh, der war schön. Ja! Jawoll! Unverdient! Puccini, ey! Mit dem Schickbart! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Der Kommentator redet und redet und kriegt es nicht mehr ein! Wir haben das so wichtige erste Tor gemacht!
Braucht nur eine Chance, da ist das Ding drin. Bin halt. Jetzt kann er die Flanke bringen. Aha. Ja, das ist. Bei ihm war das nicht verdient. Ich verstehe nicht, wo das nicht verdient war. Oh. Das war natürlich keine Absicht. Oh nein, der ist verletzt. Ich bin Profi im Verletzgrätschen. Ja, das war mindestens rot. Ja, guck das mal an. Also die Spieler sollten sich schon überlegen, welche Konsequenzen solche Aktionen haben. Die ist ja nur am Pfeifen. Oh, das tut beim Hingucken weh. Die Spieler versammeln sich und gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich weiß es nicht. Hätte Motulivo jetzt noch Kapitänsbinde, würde er instant ins Tor schießen. Oh, so, aber leider nicht. Keine Ahnung. Ich dachte, der prallt jetzt noch rein. Oh, der haut dann weg. Ey, das gibt's doch nicht, der führt da 1-0. Nee, der Ball ist weg. Und jetzt Kaka. Oh. Jetzt hat er die Chance. Alter, willst du mich verarschen? Wie viel Glück kann man doch gar nicht haben. Aber der Spieler ist wieder da. Buffon. Oh, da komme ich an. Versucht den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Auswirkung. Wie will ich denn beim Start-Tor wieder durchkommen? Keine Ahnung. Er versucht zur eigenen Faust, allerdings ohne Erfolg. Oh, das ist der sollte zu den anderen passen. Macht er aber nicht. Oh, das gibt's nicht. Ja, ist das gesehen. Das war ein Traumtor. Das also wäre geschafft. Die Partie ist wieder offen. Ich verstehe es nicht. Wieso macht mein Verteidiger auch nichts? Das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment Tendenz diese Mannschaft. Milan hat die Situation. Ja, Milan hat die Situation sofort erkannt. Die Balleroberung, das schnelle Umschalten, der schulmäßige Konter und ein schönes. Sagt der Kommentator bei uns eigentlich das Gleiche? Nee, ich glaube nicht. Damit geht's wieder von vorne los. Es ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, es ist ein Spiel mit Open End. Ach, der gelbe Mann. Oh, Detlek. Oh. Birsa. Oh, der war schön, der Pass. Kam fast an. Oh. Hier ist Sackgasse. Und jetzt Kaka. Toll gelöst. Kaka. Oh, das. Oh mein Haar, wäre das richtig teuer geworden. Macht doch für befreundlich. Aggressives Pressing. Und der Stürmer macht mit, erobert den Ball und macht ihn nicht. Oh. Jetzt kann er doch mal draufhalten. Tja. Oh. Ein kraftloses Schüsschen. Wunderschönes Dribbling. Der Ball und er ist zu einer Einheit. Aber er nutzt diese Chance nicht. Pepe spielt das Ding. Pepe. Nee, das war wirklich ein gutes Zuspiel. Da kommt doch keiner mit von meinen Spielern, gell? Keiner. Abate. Und jetzt Birsa. Montolivo. Ah, das gibt's doch nicht. Pepe. Ah, oh, nein. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. De Jong. Und jetzt Montari. Emanuelsson. Oh! Das Profi-Spieler. Jetzt ist Übersicht. Aha! Da steht ein Vidal. Und ist zur Stelle. Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Kaka.
Er ist ein klasse Stürmer, der für Torgefahr pur steht. Und hey, wir lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16-Meter-Raum. Absolut unverständlich. Vor allem, wer kriegt denn den Ball? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist eine gute Chance. Oh, was war das denn? Ein sensationelles Dribbling. Das ist Dribbeln in höchster Vollendung. Vielleicht hat ihm ganz am Ende beim Abschluss 5-Sterne-Dribbling etwas die Konzentration gefehlt. Weiß nicht. Nee, ich guck nicht. Oh! Sie beherrschen momentan das Spiel, aber sie kommen nicht vor das Tor. Das gibt's einfach nicht, gell? Das gibt's es einfach nicht. Er wartet auf die Flanke. Macht er gut. Starspieler Pepe. Oh. Jawohl! Das kann interessant werden. Jawohl! Ey! Ah. Das ich hätte schon 3-1 gewesen. Jetzt sind sie vorne. So kennen wir ihn. Er zweifelt nicht. Er grübelt. Boah, was war jetzt? Was war denn jetzt? Oh. Oh. Da rennst du aber auch mit Absicht drüber, okay? Über die, der Arme, wer auch immer da lag. Oh, da ja, Wand! Wand! Es war wirklich an der Zeit, dass sie nachgezogen haben. Wie ging denn das? Oh, es gibt nicht willst du mal sehen? Hä? Die mit einem Rückstand so guck dir das an. Umgehen, wie dieses ja, Team. Pass. So, Hansi, und jetzt bist da du hat der Buffon nichts gemacht. Ganze hier fällt unter die Rubrik. Ach, er hat doch abgefälscht. Oh. Gemacht, mit dankbarer Buffon, ey, du war schon. Der gegnerischen Hintermannschaft. Und damit ist oh, Asamoah läuft doch. Makulatur, was wir bislang gesehen haben. Alles wieder auf Null. Fast alle Experten haben vorher gesagt, das sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Wir blicken auf die Anzeigentafel und wir stellen fest, die Experten haben... Die Experten haben recht gehabt. Und der oh. Schießt. Oh. Hätte mich jetzt echt... Ach, der Buffon, gell? Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Und er haut das Ding vor. Und er klaut ihn dann wieder. Und aufs Tor. Oh. Das war ein vorsichtig formuliert optimistischer Versuch, um aus dieser Distanz zu treffen. Ey, das kann doch nicht sein. Wieso nehmen denn meine Spieler den Ball nicht richtig an? Einfach ehrlich. Junge, Junge, Junge. Die stehen da hinten mit viel Gottvertrauen. Das war's. Also, das ist ja... Ja. Und damit gehen wir in die zweite Hälfte. Hab ich. Wechselst du ja aus? Ja. So, bin noch ausgewechselt. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Wir gehen also in den zweiten Spielabschnitt. Wechselst du einfach der Jung aus? Er versucht's alleine. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, der Jung mag ich nicht so. Oh, das oh. Ist gefährlich. Pepe. Stark gemacht, der Konter läuft. Und jetzt Montolivo. Oh, da! Oh! Oh! Das hätte gemacht, das hätte nicht werden können.
Ey. Gut abgefangen. Weit nach vorne gegeben. Oh, so knapp. Aus der Aktion wird nichts. Oh! Oh! Da kommt der Abwehr raus. Das ist einfach nur schlecht, da hat er recht. Ich möchte wieder sagen, jetzt wieder getroffen. Das wäre ja Glück hoch 10 gewesen. Mit der Torwart 12 Meter Tor steht. Langer Pass nach vorne. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Oh! Oh! Gut! Und er kriegt das Foul jetzt hier an die Platte gekriegt. Das war beide gespielt. Was? Nein, also da weiß ich das nicht, gibt's doch nicht. Tja. So eine Entscheidung kann er. Guck, das meint hier, das war Ball gespielt. Ey, das war auch ein Ball. Der Arme. Das war behandelt. Er hat ziemliche Schmerzen. Und das beunruhigt seine Teamkollegen sehr. Wird das direkt versuchen? Alle blicken gebannt auf den ruhenden Ball. Sie wissen genau, jetzt kommt der Meister des gepflegten Freistoßes. Der Meister des gepflegten. Oh. Oh. Was ein Schnibbelmeister. Schnibbel. Oh, der hat Abiati dran gewesen. Ja, da Abiati. Hallo. Oh, das ist das gibt's. Genau deswegen stelle ich immer einen Spieler davor. Genau deswegen stelle ich immer einen Spieler davor, wenn Abstoß ist. Das ist die Führung. Bei irgendjemand passt jemand. Irgendwann passt mal jemand. Und er ist immer noch am Ball. Und da ist halt einfach mal keiner. Oh, das gibt's noch nicht. Ey. Wie du führen kannst immer. Den hat er sich schön geholt. Ich bin gespannt, was er daraus macht. Und bitte. Ah! Und in der Mitte winken seine Jungs. Bonucci. Kick die Kugel nach vorne. Stark gemacht, der Konter läuft. Da hat er einen Ball vors Gesicht gekriegt. Ah, mein Spieler ist ja da. Abate. Und jetzt Kaka. Oh oh. Kaka, da kommt er angepaced. Ja! Kann nicht wahr sein, ey. Meine Verteidigung ist grandios. Rückschläge wegstecken und verdauen und dann dagegen halten und zum Ausgleich kommen. Das ist geradezu ein Markenzeichen dieser Mannschaft. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi Küpper? Formulieren wir es positiv. Das hat sich schön herausgestellt. Formulieren wir es negativ. Wieso kommt der so frei zum Abschluss? Ein irres Fußballspiel. Wahnsinn! Fast alle Experten haben vorher gesagt, das sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Wir blicken auf die Anzeigentafel und wir stellen fest, die Experten haben recht gehabt. Oh! Er läuft auch nicht zu Ball, er bleibt einfach stehen und wartet, bis jetzt er da ist. Vielleicht die Chance. Sehr gut freigelaufen. Möglichkeit von der Außen. Was? Das war Ball gespielt. Ja. Ja, das ist eine tricky Freistoß. Position, ey. Ja. Oh! Oh! Alter! Vidal. Ja, und das ist jetzt kein Foul oder was? Oh. Die Schiri ist doch parteiisch, ist der doch. Gute Möglichkeit zu flanken. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Oh, oh, oh. Oh! Meine Verteidigung nimmt einfach Ball nicht an. Es gibt viele Optionen. Welche wählt er? Ein Kopfball! Oh. Das war eine schöne Fahrkarte. Die schöne Fahrkarte. Oh, das ist spannend. Das gibt's doch gar nicht.
den Ball weit vor. Oh, der Gegner hat ihn. Montolivo. Er schickt ihn an die Grundlinie. Der Ball kommt durch. Der Ball kommt in den Strafraum. Dieses Blitz beim Tennisbild ist schon. Stark verteidigt. Banzani. Ey. Und weg ist der Ball. Oh. Robinho schießt. Okay, er hat sich warte mal kurz. Das auch nicht so, schlecht aus, aber nicht. Dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Es sieht gut aus. Oh, Tevez, lauf doch gleich, ey. Vucinic hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Wer das oh. Kein Foul ist, dann frage ich mich. Das war schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Was? Also mal, ich muss mal kurz abziehen. Kann ich da? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er versuchen wird, den nach innen zu flanken. Gut. Das ist eine tricky Freistoßsituation. Oh! Oh! Der Happy. Kaka. Das wird doch gefühlt, wenn der ganze Abwehr vorne beim Freistoß. Nee, da kommt jetzt flank doch gleich und lass dir nicht von Kaka Ball abnehmen. Oh! Oh, das gibt's doch nicht. Schöne Chance, aber vertan. Oh. Wird die erste Ecke reindrehen. Kurz und bündig, Chance verdammt. Der Schuss. Was ist das denn da? Guck dir mal an. Ja. Ey, der war reingegangen. Wer hätte aufs Tor? Der hätte nicht gehalten. Das ist ich hab keine Ahnung. Wechseln die automatisch aus. Nexus. Spielt das Ding lang. Oh. Gutes Defensivverhalten. Oh. Und der Rückpass ins Zentrum. Nee, so nicht. Er ist ein klasse Stürmer, der für Torgefahr pur steht. Und sie lassen ey, das kann doch nicht sein. Wie passen denn meine Leute? Im 16 Meter Raum, absolut unverständlich. Vidal mit dem guten Auge, da geht er dazwischen. Ah, da muss der Ball besser kommen. Oder ist der Ballverlust? Was macht mein Spieler denn? Will ich aus! Oh! Das oh. Kann man besser lösen. Oh, das hast du gemacht. Oh, was lädst du? Der arme Paolo, guck doch mal, wie alt er ist. Ich sehe das auch nicht mehr so richtig. Gibt's den Zaki noch? Wenn würde, wüsste ich nicht, wo der spielt. Und jetzt Montari. Flanke wäre eine Option. Wo geht der hin? Oh. Und er klaut ihm das Leder. Jetzt Pirlo, mach irgendwas Sinnvolles. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Nur noch wenige Minuten. Sie müssen jetzt ganz schnell den Ball nach vorne bringen. Balotelli. Bringen Sie den Ball noch ins Tor. Oh.
die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen. Und er haut das Ding vor. Das kann man besser lösen. Er versucht ihn da durchzuspielen. Oh. Das gibt's doch nicht. Oh, der war zu weit. Der war zu weit. Oh, das gibt's doch nicht. Und jetzt Robinho. So, 90 Minuten Fußball gehen zu Ende und vor uns liegt die Verlängerung. Jetzt noch Verlängerung, liebe Zuschauer. Jetzt noch Verlängerung. So, mal gucken. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das also waren die 90 Minuten und gleich gibt's den Nachschlag in der Verlängerung. Ich bin gespannt, welche Mannschaft sich durchsetzt. Gut, ich mach weiter. Oh, das Höhepunkt, ist echt Höhepunkt. Doch, das war echt Geschichte. Wie okay, am Anfang ja, schon vorausgesagt. Wir freuen uns drauf. Ach. Robinho zeigt in dieser Situation, wie gut er auch defensiv ist. Wenn der Gegner den Ball hat, dann sollt ihr 11 Abwehrspieler sein. Er hat's verinnerlicht. Da ist die Chance zu flanken. Oh. Die Hereingabe kann leider keiner erreichen. Und jetzt Montolivo. Jetzt könnte er. Oh! Buffon, warum holt sich der den denn nicht? Er versucht den Ball reinzuflanken. Da verliert er den Feder. Meine Abwehrspieler machen gerade mehr als mein Torwart, ey. Wenn man so ein Ding liegen lässt. Ey, das. Ich weiß nicht, du schießt einmal und triffst und ich muss hier dreimal drauf holzen und. Triffst dich einmal. Tschüss. Nee. Und jetzt Tevez. Durch zu Vucinic. Oh. Er ist ein klasse Stürmer, der für Torgefahr pur steht und sie lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16. Meter. Absolut unverständlich. Ich glaube, wie man den nur. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Und jetzt Tevez. Gut angefangen. Meine Spieler kommen auch hoch an deinen nicht vorbei, gell, weil die ihren scheiß Ball nicht mehr behalten können. Nee. Der Ball geht zum Torhüter. Ja, warum denn nicht? Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Oh nein. Wichtige Aktion des Abwehrspielers. Robinho. Oh, ist das sinnlos, ey. Der ist schön durchgekommen. Den versucht er rein. Ja! Ja! Ist das ein behindertes Spiel, ey. Dann ruckelt, wenn du frei vorm Tor stehst. Oh. Was ist das, ein Löbel? Das ist die hohe Fußballkunst. Ein schöner Heber über den Keeper. Das sind Comeback-Qualitäten. Jetzt müssen sie das Ding nach Hause bringen. Jawohl! Das gibt's nicht. Es ist nur noch wenig Zeit auf der Uhr und die Stimmung. Das gibt's nicht. Nee. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. Ein schwacher Stürmer, der schaltet in dieser Situation ab, aber ein klasse Mann. Der ahnt das Ganze. Der setzt nach und dafür wird er belohnt. Pari in diesem Spiel, aber ein paar Sekunden. Das war der Schlussfehler. Gleichzeitig. Nee. Nee. Achterbahnfahrt. 11, 22 Torschüsse. Ach, zum Elfmeterschießen. Als Held verlassen. Und jetzt also folgt das Szenario, vor dem in erster Linie die Feldspieler Respekt haben. Denn nur sie
können hier verlieren. Ja. Was er ganz oben schießt, schießt als erster, ja. Kann zum Helden werden. Gut, ich hab gewählt. Ja, ich auch. Oh. Aha, so spannend habe ich nicht erlebt. Vor allem, ich habe ja noch nie Elfmeterschießen gemacht. Wie geht denn das? Da hat jetzt jeder sein eigenes. Ich auch nicht. Wie der Ball liegen muss, Ballventil oben, Ballventil unten. Der Torhüter. Oh, wie der aussieht. Genau das gleiche. Mal fixiert er den Schuss. Uralt. Mal tut er, als hätte er mit der ganzen Sache nichts zu tun. Er trägt jetzt die größte Verantwortung auf seinen Schultern. Er ist der Erste. Der erste Elfmeter geht gleich daneben. Natürlich tritt auch der Captain an. Klar, er muss schon Kraft seines Amtes hier Verantwortung übernehmen. Der Torhüter war bereits geschlagen. Du hast so Glück. Das ganze Zeit hast du so viel Glück. Normalerweise ausgewiesener Spezialist vom Punkt. Das gibt's doch nicht! Ja! Ich hab das mit dem Elfmeterschießen noch nicht so raus. Der Keeper hat den Schützen offenbar genau studiert und so in diesem Duell die Oberhand behalten. Oh. Da kommt der Torwart nicht dran, der Ball geht rein. Da hat er den Torhüter blitzsauber verladen. Pass auf, der geht wieder drüber. Ja, geht doch. Aber geht doch. Ganz cool verwandelt, keine Chance für den Torhüter. Den kannst du normalerweise nachts wecken und er macht. Ach, das gibt's nicht. Aber was war heute schon normal? Am rechten Arm des Torhüters vorbei. Um ein Haar wäre der Keeper mit reingeflogen. Völlig humorlos macht er den. Da kann der Torhüter nicht viel machen. Da! Wat? Wat? Am Tor vorbei. Ball landet im Kasten. Er war seiner Sache ziemlich sicher. Ah, ich hab schon gewonnen. So selbstbewusst hat er auch verwandelt. Jetzt ach so. Jetzt, das sind alles kleine psychologische Spielereien. Augen meidet er den Blickkontakt. Alles in diesem Moment. Ich hab's nicht witzig hinter. Es ist wirklich ziemlich einfach. Wenn er trifft, das gibt's nicht. Ja, das war die Entscheidung. Sollte nie Mann. Das hat man vielleicht heute gelernt. Es war ein spannendes. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Elfmeterschießen gehört natürlich auch Glück dazu. Die Fans das gibt's so. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Wir können mal jetzt durchgucken, wie schnell noch war. Ja, war der Teddy, der beste Spieler. Oh, jetzt ist weg, jetzt habe ich weggezockt. Na dann, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Es war ganz schön klar. Na dann. Hätte ich nicht gedacht. Wait a minute. Na gut. Bis später. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.